Die Endphase des zweiten Satzes ist das schon. Der erste ging ja auch sehr, sehr schnell. Und da gab es jetzt gerade erstmal einen Fehlaufschlag. Nur noch 10 zu 6, aber natürlich die Gäste aus Kaiserslautern überlegen. Und schon steht es 2 zu 0 in diesem Doppel. Mit dem Rücken zur Wand. Der Japaner Watanabe. Und der deutsche Spieler mit den japanischen Wurzeln. Akito Itakaki. Und hinten am zweiten Tisch hier im Gamble-Turm am heutigen Sonntag, 19. Februar 2023, dritte Bundesliga Kaiserslautern sind die Gäste und hier die Effeldrücher mit links Martin Marius Zaus und rechts Martin Gumann. Dann nehmen wir noch einen mit, weil natürlich wieder alle Spieler dieser Begegnung komplett von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Ballwechsel in der Regel. Manchmal klappt es technisch nicht ganz. Als Stützaufnahmen. Schauen wir mal, wie sie in den dritten Satz kommen. Schon unglaublich gut mit. War ja letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr genau, bayerischer Jugendmeister. Natürlich in Abwesenheit aller ganz, ganz großen Favoriten, denn die Jugendarbeit im Münchner Leistungszentrum trägt ihre Früchte. Letztes Wochenende in der Vierstanzer in der DTTP-Rangliste Top 12 auf Platz 2 gegen das Supertalent Bertelsmeier. Hat er dann am Schluss verloren. Mikey Volle, ebenfalls in der dritten Bundesliga unterwegs. Im Halbfinale gegen eben diesen Tanzer ausgeschieden. Ja, und dann gibt es noch die vielen Spieler, die mittlerweile erstes Jahr nicht mehr Jugend spielen. Hannes Hörmann, Supertalent, Mannschaftskollege von Matze Danzer. Obwohl man da ein bisschen umgestellt hat in der Rückrunde. Offiziell spielt Matze jetzt an 5, an 4 Kürtschi spielt wenig oder gar nicht in der ersten. Das heißt, Matze Danzer, Stammspieler, zweite Bundesliga. Und Hannes Hörmann jetzt seine Zeit für die anstehende Abiturprüfung. Ja.
Tom Steiger, dann den aktuellen bayerischen Meister der Herren, Daniel Ründerer. Weitere sehr, sehr junge Spieler, von denen man sich noch viel erhofft. Ich hoffe nur auf einen Schatzgewinn, schmilzt dahin. Schon haben wir den Ausgleich. Wundert mich ein bisschen, dass der Coach noch keine Auszeit genommen hat. Der wird wissen, was er tut. Nochmal alles riskiert. Ganz weichen Bälle. Aber die Eierarten, wenn man sie kann, sind immer die bessere Option, aber oft. So, dann ist noch einmal am Ausgleich dran. Einen Satzball holen. Das war richtig stark, dass er diesen Ball erwischt hat. Möglicherweise war dann der Gegner dann nicht mehr darauf vorbereitet, dass er nochmal einen Einsatz braucht. Hat er da gespielt, als weichend hat auf die Interpretation. Die Mama wird es freuen, auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Mehr davon auf jeden Fall in der Stativaufnahme, vielleicht mache ich auch noch einen Zoom.